Ja, hallo YouTube, ich wollte mich mal wieder melden, nach einer längeren Zeit. Und zwar, ich filme hier mit Freihand mit meinem Mobiltelefon. Ich hoffe, es verwackelt nicht ganz so sehr. Thema ist Top 5 42 Jahre konforme Taschenmesser. Ich glaube, ich habe gar nicht so viele 42 Jahre konforme Taschenmesser. Aber das, was vor mir liegt hier, das ist das, was ich so habe. Ganz klar Victorinox, ich denke, darüber braucht man nicht viel sagen. Also multifunktionell und sind schnell scharf zu kriegen. Topmesser, auch hier das kleine Rambler hier am Schlüsselbund. Flaschenöffner, alles mit dabei, kleiner Schraubenzieher und so weiter und so fort. Ja, ansonsten habe ich noch ein Opinel. Das ist ein Opinel Nummer 6. Das nehme ich dann mal, ja, wenn man mal auf Feiern ist oder so. Ich habe auch noch eine Deluxe-Ausführung davon. Hatte ich schon mal im Video vorgestellt. Ist auch ein Virolock-System hier. Ist gut für Kleinigkeiten, alltagstechnisch, wenn man mal was hat. Pakete öffnen etc. Ich glaube, das ist eine 6 cm Klinge hier. Rattenscharf rasieren die Teile. Dünne Klingenstärke. Gut schneidfreudig. Ja, was kann man dazu noch sagen? Ja, ansonsten habe ich hier noch, ich weiß nicht, ob das hundertprozentig 42 Jahre konform ist. Das ist ein Sanremo. Modellnummer, kleiner Moment, ist die 728, ist 80er 13 MOV Klinge. Und zwar, das hat hier oben dieses Jimping. Ich glaube, das gleiche Problem hat man auch bei dem Böker Excalibur, dass hier dieses Jimping ist. Das heißt, es ist machbar, die Klinge mit einer Hand zu öffnen, aber wenn man das normal braucht, also ich nutze immer, hier ist zwar kein Nagelhieb drin, aber ich nutze das immer. Also ich versuche es jetzt mal normal so mit einer Hand. Es ist machbar, aber es ist hier verriegelt, Liner Lock. Ich trage es trotzdem bei mir, ob es 42 Jahre konform ist. Vor allen Dingen bei der Größe. Ich weiß nicht, ob der Beamte dann sagt, hier Junge, das hat auch eine Klingenlänge von geschätzt 4, 5 cm, höchstens 6. Also, das ist ein kleiner, schneidfreudiger Helfer. Und ja, wie gesagt, Jungs, das sind meine Top 5. Ich zähle mal so, ja, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, okay, mehr habe ich auch gar nicht so. Wie gesagt, das sind die Sachen hier und ja, das war's von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.